Ich bin der Thomas Sutter von der Thomas Sutter AG. Meine Frau und ich, wir führen die Firma seit 17 Jahren. Am Anfang als ganz kleines Mikrounternehmen und jetzt hat es ein ganz typisches Familienunternehmen daraus gegeben. Die Schreinerei, wo wir hier sind, und in Appenzell haben wir noch eine Ausstellung mit Innenarchitekturbüro. Ja, und ganz viele tolle Mitarbeiter natürlich. Das Besondere an unserem Angebot ist, dass wir von der Grundidee über die Auswahl mit dem Kunden, also das sehr individuelle Aussuchen vom passenden Holzstamm beispielsweise oder von einem speziellen Bedürfnis, eigentlich nachher in der eigenen Werkstatt könnt mit grossen Handwerkskunst umsetzen und dann auch dem Kunden das ausliefern oder montieren. Und auch der Kundenservice gehört für uns selbstverständlich dazu. Besonders wertvoll zeugt sich für mich eigentlich in alle Bereichen, also Kundensicht, Mitarbeitersicht und bezüglich Nachhaltigkeit, Regionalität, finde ich, ist besonders ja das, was das Einzigartige unterstreicht und wertvoll im Sinne von, wir machen wertvolle Möbel, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit einem wertvollen Material. Mitarbeiter sind natürlich auch sehr wertvoll und jeder einzelne Mitarbeiter auch besonders. Und darum, je grösser halt das Unternehmen wird, umso mehr wird bewusst, dass eigentlich das Ganze nur funktioniert mit einem guten Team im Hintergrund. Und für mich auch wichtig, auch hier die Haltung. Was habe ich für eine Haltung gegenüber Mitarbeitern? Und neben dem natürlich auch feste Sachen sind für Mitarbeiter auch wichtig. Also der richtige Lohn, richtige Rahmenbedingungen. Vom Unternehmen sei es da zum Beispiel bei uns geleitete Arbeitszeiten und schlussendlich auch halt die richtige Vorsorge. Im Schreinergewerbe ist es oft so, dass Mitarbeiter sich dem nicht unbedingt so bewusst sind, was heisst Vorsorge. Es ist eigentlich sehr wichtig, dass man auch zu Erwerbszeiten eigentlich ein paar Franken kann auf die Zeit verspäten. Ja, das ist eine alte Tugend und finde ich aber sehr wertvoll.